alle Pferdeleute, unsere Pferde kennen natürlich die Podeste schon und sind alle schon Turniere geritten und kennen auch Brücken. Trotzdem wollen wir mal simulieren, wie man ein Pferd an ein Podest gewöhnt, wenn man es nach Natural Horsemanship Methoden macht. Man fängt halt am Boden an und lässt das Pferd untersuchen. Und in dem Moment, wo es sich dann gar nicht mehr mit dem Podest beschäftigt, sagt man einfach halt nur, du beschäftigst dich nicht damit, aber zwingt es nicht dazu. Und lässt es das ganz einfach erkunden. Das erste war halt mit der Nase untersuchen. Jetzt hat er sich entschlossen, das mit den Hufen zu untersuchen. Da er schon Podeste kennt, das ist jetzt auch noch eine Erschwernis, ne? Hat Larissa ihm gesagt, geh mal drauf mit dem Zügel. Könnte man natürlich auch mit Stick machen im Idealfall. Und was jetzt eben wirklich für den Nucky wirklich neu ist, ist ein Podest. Also zum einen haben wir das Podest gerade erst beklebt. Das Video kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Und zum anderen ist jetzt auf dem Western-Turnier eine Brücke, wo eine Stange drauf liegt. Es ist eine Brücke natürlich länger und wir haben halt nicht so lange Brücken, aber wir wollen das halt hier mit üben. Und also er ist wenigstens gelassen. Ne? Es ist tatsächlich eine gewisse Herausforderung. Zwei Hindernisse in einem, dann auch noch so kurz. Aber wir wollen die Pferde ja auch nicht ins offene Messer rennen lassen auf dem Turnier und üben zu Hause, was man irgend zu Hause üben kann. Und bevor man das dann geritten macht, ist es auch immer besser, es erstmal am Boden probiert zu haben. Jetzt ist er nur dran gestoßen, das finde ich jetzt schon ein gutes Ergebnis. Ist halt die Frage, wie weit jetzt die Larissa das auf dem Boden haben will. Warte ich jetzt noch auf Rückmeldung. Fertig? Ja, Larissa ist fertig. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich zeige euch die Tage auch nochmal, wie man das zum Beispiel auf dem Wiemersweg machen könnte. Es gibt ja auch immer verschiedene Möglichkeiten, das Podest zu erkunden. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.